Oh, ihr Lieben, da bin ich wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir bauen hier gleich mal zwei Batterien rein. So. Passen da auf jeden Fall hin. So. Ich glaube, den Unterbau werde ich auch noch mal dann verschönern, sobald wir das Ding bewegen können. Okay. Ich habe da so eine Idee. Gehen wir hier mal auf die 3. So. Wir gehen 1 nach oben. Jawohl. 1. Okay, das klippt da rein. Oder liegt das... Ja, es klippt da rein. Ja. Okay, das heißt, wir müssen leider erstmal so machen. Und so machen. So. Okay, das heißt, wir gehen hier so nach oben. Ah, nein, das ist falsch. Mach das mal so. Hier sind wir auf der Höhe, genau. Mal gucken. Doch, das hat eigentlich gepasst. Okay, aus irgendeinem Grund dreht er gerade nicht so, wie ich das möchte. So, jetzt da. So, 1 nach oben. Nee, das klappt ja noch nicht. Das heißt, wir müssen... Ja, so. 1 nach unten. 1 nach oben. Jawohl, okay, auf der Seite geht's. Gut. Dann das ist hier und das ist hier. Genau, so hatte ich mir das tatsächlich vorgestellt. Hier. Okay, wir müssen Triebwerkskomponenten herstellen. Triebwerkskomponenten. Sagen wir mal, wie viel sagt man dann? Sagen wir mal 200. So. Okay. Okay. Gut, da fehlen jetzt noch die. Okay, und hier fehlen jetzt noch 2. Jawohl, die holen wir jetzt raus. So. Dann 2, 3, 4. Hier. Und alle
Rausgeholt. Oh mein Gott, die Produktion geht so wunderschön. Obwohl, wir könnten natürlich die nach oben und unten auch hier reinsetzen. Wartet mal. Ich mache erstmal den hier fertig. Und den hier. Nehmen die nochmal raus. Und den und den. Okay, dann probieren wir mal. Doch, drei ist schon richtig. Ja, aber hier komme ich. Obwohl, so ist okay. Zwei. Was? Nein, das ist falsch. Müssen wir erst fertig schweißen, sonst komme ich nicht mehr ran. Und dann kommen die hier. Drei. Eins. Zwei. So. Okay, wieso laufen die nicht? Weiß ich nicht, ob sie laufen. Okay, das heißt, wir können jetzt schon mal Parken ausmachen. Hallo? Wieso geht die Handbremse nicht? Ach so. Zwei. Okay. Gut, dann brauchen wir jetzt noch ich würde sagen, vier Gyros. Die Gyroskope. Genau, erstmal keine Batterien mehr. Eins. Zwei. Hier. Hier. Dann kann der nämlich schon mal zum Laden. So. Zwei. Ja. Ah, und ich sollte vor allen Dingen Ionentriebwerke, die kleinen, genau, nämlich das hier machen. 1, 2, 3. Machen wir erstmal 6 auf jeder Seite und gucken mal, wie das geht. Jawohl, das ist die richtige Höhe. 1, 2, 3. Okay. 3. Und die hin. 6. So. So. Oh, da wurde es auf einmal heiß. Die sehen gut aus. Okay. Schauen wir jetzt mal, ob ich den jetzt vom... Jawoll. Okay, bremst schön. Lässt sich gut bewegen. Und dann wollen wir eine Kamera. Okay. Vielleicht schreibe ich es auf Deutsch, wenn ich auf Deutsch spiele. Kamera.
So. Genau. Ja. Wartet mal, wir gehen mal hier auf die 1. Wir machen mal hier die 4. 2. Und wir nehmen mal den hier raus und den hier raus. Und so. Dann gehen wir hier auf die 5. Jawohl. 2. Und das machen wir da rein, das da rein. Na. So. So. Okay, und dann kommt die Kamera. Hier. Nein. Die Kamera hier hin. So. Okay. Kamera hier mal auf die 9 und Ansicht, genau. Können wir hier direkt den Verbinder auf Verriegelung umschalten. Ah, ich bin noch nicht. Eins? Nee, geht noch nicht. Okay, wir gehen mal. Ja, ein Stückchen hoch. Zurückgehen. Und jetzt runter. Jetzt da. Okay. Und jetzt können wir riegeln. Das ist natürlich. Uiuiuiui. Das ist natürlich nicht so gut. Fällt mir gerade so auf. Also nehmen wir die noch mal raus. So. Machen hier vielleicht noch eine Batterie rein. Ha, bin unentschlossen. Bin unentschlossen. Auf jeden Fall machen wir hier erstmal. So, auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal. Das wäre halt genau ideal noch für eine Batterie. Ja. Ja, da sind wir. Okay. Nochmal eine Batterie. So.
Genau, dann kriegen wir die nämlich genau hier rein. So. Das heißt, wir haben drei Batterien da drin. Das ist doch schon mal was. Okay. Dann könnten wir... genau. Die so ein bisschen... hierhin versetzen, genau. Okay. Jetzt ist die Frage, setzen wir das eins weiter mittig? Nee, das ist eigentlich gut so. Gut, wir machen hier einen Event-Controller. Nee. Controller. Waderband Converter, nein. Konstruktion. Nein. Haben wir hier vielleicht Fortschritt? Controller. Okay. Emissionssteuerung. KI-Recorder. Sensor. Block. Ereignissteuerung, genau. Wir wollen eine Ereignissteuerung. Die kommt dann hier rein. Halt. So. Denn dann probiere ich etwas aus, was der Melmark-Blitzer mir erzählt hat. So. Okay, dann setzen wir hier ein Licht, genau, ein rotierendes Licht, so, na komm schon, man muss doch hier irgendwie rankommen. Nee, F, nee. Gut, dann gehen wir hier. G, I, nee, I, Bedienfeld, Ereignissteuerung. Gut. Batteriecheck. So. Und zwar nehmen wir Ereignis. Füllzustand. Gespeicherte Energie. Gleich oder niedriger 10%. So. Okay, so ist auch gut. Und zwar den, den und den Blöcke hinzufügen. Ausgewählte Blöcke, nee, warte. Aktionen auswählen. Alle Blöcke. Licht. Dieses Licht bitte. An. Genau. Gut. Okay. Eingabe Batterie. Das müsste eigentlich ausgehen. Genau.
und Götter. Die erste Aktion wird ausgelöst, wenn jeder Block die Bedingung erfüllt. Andernfalls wird die zweite Aktion aus... Ah, okay, ich verstehe. Aktion auswählen. Das ist natürlich falsch. Licht. Und wir sagen hier... Stopp. Block umschalten an aus. So. Okay. Gut. Okay, das Ding läuft immer noch. Also suchen wir das Licht. Rotieren das Licht und schalten das mal aus. Gut. Also erstmal, ne? Erstmal checken. So. Dann wollen wir den hier vielleicht nochmal weghaben. Den hier und den hier. Denn wir möchten gerne hier 3 und dann machen wir hier einmal die genau den hier so und dann machen wir den hier nehmen den hier raus so. Genau, und ziehen das hier hin. Okay, und dann kommen hier G, ein Werfer, einer hier hin, einer hier. Okay, das auch noch. Okay. Hier müssen wir natürlich dann auch noch einstellen. Ja, und hier oben drüber kommen wahrscheinlich auch noch welche. Okay. Das wird natürlich... Oh, das wird eng, wenn wir da in links kommen. Gut. Dann... nehmen wir den Block hier. Hier, so. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Genau. Bis wohin haben wir das hier gemacht? Auch hier, genau. So. So. Sechs. Hier gucken wir dann noch mal, was wir machen. Obwohl, ich glaube, ich habe eine Idee. Oh. Mhm. So, auf der anderen Seite haben wir das schon gemacht. Genau. So. Dann nehmen wir mal hier... Eine neue Leiste.
Charakterwerkzeuge. Dich hierhin und dich hierhin. Und alle Blöcke. Träger, genau. Wir wollen bitte Träger. Und die Träger sollen bitte diese Farbe haben. So. Genau. Ist das der richtige Träger? Bin mir noch nicht sicher. Mal. Das ist so ein Halbohr. Okay, haben wir Halbohrträgerblöcke. Also, dass wir quasi in der Höhe hier weiterbauen können. Anscheinend nicht. Ah, sehr schön. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ah, doch, wir haben diese Halbohren. Oh doch, das könnte gut gehen. Dann nehmen wir erstmal das hier. So. Das machen wir hier auf der Seite auch. So. In der Theorie könnten wir da noch ein cooles Licht einsetzen. Wäre eine Idee. So. Ah, Mist, wir müssen noch eins weiter nach vorne. Okay. Dann machen wir das so. Und wir machen dasselbe hier. So, genau. Okay. Hier noch eins und hier noch eins. Und so, genau. Okay, dann hoffe ich, passt das so von der Größe. Was das Ding so reibuddelt. Okay, also in der Theorie können wir jetzt mal probieren zu buddeln, Leute. So, Energie müsste ich kriegen. Sauerstoff kriege ich natürlich gerade noch nicht. Weil ist ja auch keiner drin. So. Das heißt, jetzt kommt der erste Einsatz, den wir hier mal ausprobieren. Mist, die hätten noch eins nach unten gekonnt, fällt mir gerade so auf. Ja, Platte rausnehmen, Batterie eins nach unten versetzen. Okay, passt mal auf. Das machen wir. Wir setzen die Batterie eins runter und setzen die tatsächlich dann weiter nach unten rein. Batterie. So. Ach ja, von mir aus, die kann Farbe haben. Komm. Lassen wir sie farbig. So. Hab ich natürlich ein bisschen Strom verloren und ein paar Komponenten. Das ist aber nicht so schlimm. So, das kann dann in der Theorie tatsächlich so hier rein und das können wir, was, Ion kann nicht besetzt werden? Warum
will er denn das da reinsetzen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Zwei. Okay, die sind. Hey. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt haben wir da tatsächlich einen leeren Bereich drin. So, den werden wir direkt mal noch auskleiden. Ja. Drei. So. Und dann das hier ist das Richtige. Genau. Ups. Ein bisschen heiß. Okay. Gut. Das heißt, wir holen noch mal schnell hier ein bisschen Sauerstoff, Energie. Okay. Und jetzt machen wir hier mal abkoppeln ganz kurz. G. Jetzt nehmen wir hier... Ach nee, wir müssen die Triebwerke erst in eine Gruppe machen. So. Genau. Alle Triebwerke gehen in eine Gruppe. Meine zwei Triebwerke. Berge. Speichern. So. Gut. Dann die beiden gehen in meine zwei Licht. Speichern. Denn wir geben denen... Oh doch, ja. Ja, so ist gut. Wir machen mal 4. So. Mal ordentlich Licht hier. Batteriecheck haben wir. Die beiden gehen in die Blockgruppe. Bohrer. Ach, Bohrer. Speichern. Achso, Mist. Das ist meine zwei Bohrer. Speichern. Diese Blockgruppe bitte löschen. Genau. Wir gehen mal auf eine andere Gruppe. Okay, das sind die. Gut. Gut. Okay. Dann. Oh. Achso, ich muss ja auch noch die Sachen einstellen, fällt mir gerade so auf. Ich muss sie ja auch noch auf die Taste legen. G. Wir ziehen dich mal bitte hier weg. So. Wir möchten jetzt mal hier alle Blöcke. So. Nee, Gruppen. Wir möchten die Bohrer auf 1 haben. Einfach Block. Auf was hatte ich das? Block hat Abzeigen an aus. Block. Umschalten einfach. Genau. Dann die meiner Triebwerke. Bitte umschalten ein aus. Dann alle Blöcke. Dann ist das natürlich falsch. Wir wollen nämlich zuerst den Verbinder nicht an aus, sondern Verriegelung umschalten. Dann wollen wir die Triebwerksgruppe Block anschalten. Aus und wir müssen noch mal raus.
Wir müssen jetzt nochmal Batterien. So. Meiner zwei Batterien. Speichern. Die Gruppen. Zwei Batterien auf nee, das ist der richtige Block. Meiner zwei Batterien, genau. Und der wird auf Block ein aus, oder? Nee, aufladen ein aus. Automatik aktivieren, genau. So. Hier. Okay, das geht nicht. Gruppen, die Batterien bitte nochmal. Aufladen ein aus. Hier geht nicht. Okay. Halt 4. Ah, so ist gut. So, okay. Was? Nein, Zielerfassung will ich nicht. Mist. Okay. Wir gehen mal auf die Außenansicht und gucken mal, wie groß der Bereich ist, den wir hier wegschubbeln können. So. Ja. Sieht doch eigentlich soweit ganz gut aus. Ich habe die ja, die Triebwerke sind zu weit draußen. Aber wo soll ich sie sonst hinsetzen? Wo soll ich sie sonst hinsetzen? Das sehe ich noch nicht. So. Bei dich mal hier raus. So, jetzt habe ich sie natürlich einfach auf Dauer ein, so lange, bis ich sie halt nicht mehr brauche. Gleich mal. Gut, das Ding beladen. Noch liegt. Also, falls ihr Ideen habt, wie man, wo man die Triebwerke irgendwie besser anbringen könnte. Oberhalb, unterhalb. Bin mir unsicher. Wir können die Drills natürlich rausnehmen und können da eine komplette Drillbatterie ranmachen. Das wäre natürlich eine Idee, ne? So. Mal hier noch ein bisschen Eisen raus. Und ja, also an sich, es funktioniert ziemlich gut, würde ich sagen. So. Erstmal die Drills aus. Ah, wartet mal. Ich könnte ja mal kurz probieren,
ob ich... Da ist er. Da ist ein Mikrovoxel. Ob ich den hiermit vielleicht wegkriege? Jawoll! Da hier drüben haben wir auch noch einen. Und schauen wir mal, ob wir den wegkriegen. So, jetzt muss ich nur gucken, wo er ist. Habe ich ihn vielleicht schon erwischt? Hm. Okay, es könnte sein, dass ich ihn bereits erwischt habe. Okay. Okay, man merkt, der wird ein bisschen träger. Aber das ist ja... Das ist ja okay. Okay, die Seitensteuerung braucht ein bisschen. So. So, wieder gerade ausrichten. Hin. Runtergehen. Jawoll. Okay. 2, 3 und 4. Und damit können wir aussteigen und haben eigentlich ganz nett hier Dinge getan. Ja. Ja, die Batterieanzeigen sehen wir hier jetzt natürlich nicht. Das heißt, wir müssen uns dann so oder so auf diese Leuchte dann verlassen. Ja. Ja. Aber, Leute, es war eine lange Folge. So, es war eine ziemlich lange Folge, aus der ich mich jetzt tatsächlich verabschiede. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir das Ding vielleicht nochmal aufhübschen... Und vielleicht nochmal vergrößern, die Antriebe vielleicht nochmal versetzen. Ah, vielleicht, ja. Vielleicht kriegen wir dann nochmal, vielleicht habe ich nochmal eine Idee. Okay. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Reinschauen und fürs Däumchen hoch für die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.